Jojo Mari hier und willkommen zum Teambuilding Nummer 20 müsste das sein, gegen den lieben Blitz mit seinem Team Hippo Buddies. Und ja, ihr seht sein Team eingeblendet und wir gehen das jetzt einmal schnell durch. Wir haben Lunala im X, Kargron und Koplosion im S, Megavoltenso Mammutl im A, Florges und Aranestro im B, Selfie und Piondragi im C und Shelterra und Flauschling im D. Und ja, das Team ist strong an sich und macht... Zumindest Mammutl macht halt viele, viele Probleme gegen mein Team, was nicht gerade sehr geil ist. Aber ich denke, es ist okay. Ich denke. Ich weiß es noch nicht genau. Wenn ich Mammutl wieder wie in der Hinrunde recht früh wegbekomme mit McMortar oder ähnliches, bin ich, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich glücklich. Aber das muss halt auch erstmal klappen. So, es macht auf jeden Fall gute Probleme, dieses Mammutl. Ansonsten... Voltenso könnte mir Probleme machen, aber sehe ich nicht so unbedingt, weil ich halt immer noch Seraora habe und Zaplarang und hier ist Pixie maybe. Deswegen sehe ich das Mega Voltenso nicht so unbedingt. Er kann es natürlich mitnehmen als für Mega Salamence, aber I don't know. Koplosio sehe ich safe, genau wie Kagoron. Lunala eigentlich auch, sprich nicht viel dagegen eigentlich bei ihm. Dann, ja, was kann er noch mitnehmen? Dann Florges. Sprich auch nicht so viel dagegen, das mitzunehmen. Aranestro maybe wegen den Raps. Könnte er auf jeden Fall auch machen. Dann, ja, oder Selfie, Piondragi, Chaterra, die könnte alle als letztes noch mitnehmen. Also als Aranestro Ausweichmöglichkeit. So, dementsprechend als am meisten sehe ich Lunala, Koplosio, Lunala, Kagoron, Koplosio, Mammutl, Florges und als letztes entweder Aranestro, Selfie, Piondragi, Chaterra oder Flauschling. Ein von den fünf sehe ich noch als letztes. Ich habe mich natürlich ein bisschen auf alles vorbereitet. Und ja, wir haben damit jetzt auch das drittletzte Teambuilding, beziehungsweise den drittletzten Spieltag der ersten Season. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was wir hier so alles rausbekommen können. Und ja, so, es ist ein recht gemischtes Match und es ist ein sehr wichtiger Kampf für mich. Denn wenn ich diesen Kampf verliere, lande ich safe in Liga 2. Wenn ich den Kampf gewinne, habe ich immer noch Chance, in Liga 1 zu bleiben. Das ist allerdings eine reine... Hängt jetzt allein von diesem Kampf ab. Weil ich glaube, ich sehe nicht gerade sehr grün für mich, was Dirty angeht. Gegen Finn, ja, könnte klappen. So, Finn hat immer noch ein stronges Team und er will sich gegen mich nochmal richtig anstrengen. Aber das sehen wir erst dann. So, ja. Ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, wir kommen zu meinem Team. Und in meinem Team sehen wir Ferrothorn. Unser Motherbrain mit der Fidgey Berry und den Iron Barbs. So, Fidgey Berry habe ich mir gedacht, ja komm, kann ich groß schaden. Mir bringt der Beulenhelm recht wenig, da er wenig Pokémon hat, die per Kontakt irgendwie mich angreifen, außer maybe Piondragi. Und ja, da weiß ich nicht, da würde ich auch nicht gern drin bleiben wollen. Deswegen die Fidgey Berry, falls wir irgendwie runtergehauen werden, so ein bisschen, dass wir dann nochmal hochkommen. Und das sind dann halt die Stealth Rocks und die Spikes. Auf jeden Fall so gut wie möglich, so viele Lagen wie möglich rausbekommen. Deswegen sehe ich Florges auch so unbedingt, weil den braucht er unbedingt als Defogger, weil das ist ein einzig guter Defogger, den er hat. Ich glaube sogar der einzige. Ich weiß nicht, ob Lunala auch Defog kann, denn Kagoron kann es nicht. Und Spinner hat er auch keinen, deswegen Florges muss er eigentlich mitnehmen, allein wegen den ganzen Rocks. Und ansonsten habe ich noch die Spikes dabei, Stealth Rock Spikes, dann die T-Wave für den Fall, dass mir Koplosio gegenübersteht oder ich den Switch auf Koplosio sehe, habe ich noch die T-Wave dabei. Weil ist, denke ich mal, ganz angenehm, den ein bisschen Loads oder runterzuhauen mit der Geschwindigkeit, falls das Scarf sein sollte. Ansonsten wäre noch Lunala wäre da ganz cool, obwohl ich gerade eher überlegen bin, auf Toxic zu gehen. Aber ich glaube, Koplosio die Init runterzuhauen, ich mache lieber Toxic. Ist, glaube ich, am Ende des Tages immer noch sicherer. So, dann kann ich eventuell auch Florges vergiften. Was, eventuell Aromatherapie könnte auch noch dazu. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Außerdem hat er immer noch Mega Voltenso und Voltenso an sich hat ja die Dingsfähigkeit. Und dann muss ich auf jeden Fall mal schauen. So. Zum Investment. Wir spielen komplett physisch-defensiv und achten die Spezialverteidigung war übrig geblieben. Brauche ich, glaube ich, nicht groß erklären. Oh, warte, ich habe das Ständer vergessen. Female. So. Als nächstes haben wir Mystique und das Suicune mit den Leftovers in Inner Focus als Fähigkeit. Denn ich weiß nicht. Er hat zwar nicht wirklich was zum Flinchen, aber maybe mal Mute mit Icicle Crash, aber ist immer noch besser als Pressure. So gerade. Und wir spielen ein Rest Talk Set. Brauche ich glaube ich nicht groß erklären, was Rest Talk ist. Wir treffen sein ganzes Team damit. Außer er spielt Aranestro mit H2O Absorber, was ich jetzt einfach mal nicht hoffe. Und da haben wir immer noch genügend Switch-Ins. Deswegen, ja, so.
Genau, mit Scald, Call Mind noch dazu, um einfach ein bisschen zu boosten. Zum Investment, wir spielen Mix defensiv und halt Full HP. Und dann, ja, dann schauen wir mal, wie wir uns hochgeboostet kriegen am besten. Und dann machen wir Bam Bam ganz viel gegen viele seiner Mons. Und ich muss nur versuchen, Megavolt-Tensor vorher wegzubekommen. Und Mammutel, weil die beiden können wir immer noch am meisten Schaden zufügen. Und mit dem Rest, oder Chaterra, wenn das mit dem war, das sehe ich nicht. Und dann mit dem Rest kommen wir auf jeden Fall klar. So. Genau, das wäre Suicune, dann als nächstes haben wir Diablo, unser McMortar mit dem Fire-Z-Move. Denn ich kann mir vorstellen, falls er Mammutel nicht Scarf spielt, dann spielt er die Anti-Kampfbeere drauf, weil letztens hat er die Anti-Feuerbeere gespielt und diesmal kann ich mir vorstellen, ja, weil er hat ja Speckschicht, dass sie das dann spielen, deswegen mache ich den Firium-Z, ich weiß jetzt nicht genau, wie das ausgesprochen wird, den Feuer-Z-Kristall mit Flame Buddy als Fähigkeit, weil kann nicht schaden, so für den Fall, dass ich mir den Nock hole von Piondragi oder ähnliches, dass ich dann halt das habe. Und er hat keine Monster, die mich einschläfern, deswegen bringt mir das ja auch nicht. Ja, so, als nächstes haben wir, oder als Attacken haben wir dann den Fire Blast, weil sie Fire Blast ist halt ganz geil, auch gegen den Großteil seines Teams eigentlich sogar. Dann haben wir den Focus Blast, wir haben den, ja, kann nicht schaden, so den Focus Blast zu haben, allein auch immer noch gegen Mamo. Außerdem geben wir die Moves so. Ich habe keine Ahnung, so, was ich sonst noch haben sollte. Obwohl, warte mal. Wenn ich gerade nochmal so drüber schaue. Ich brauche den Focus Blast, wenn ich ja eh den Fire Simo spiele. Eigentlich nicht so unbedingt. Und kann denn eigentlich nochmal Protect spielen? Einfach so, um sich. Oder den Substitute. Ich spiele Substitute. Könnte ganz lustig sein. So, auf jeden Fall ist ein Florges draußen. Das Florges macht nicht viel gegen mich. Kann ich in den Sub gehen. Und. Oder, na, vielleicht eher sowas wie Lunala oder Coplosio. Falls der Coplosio Scar spielt und den Fire Move gelockt ist. Ja, so. Zum Investment. Wir spielen 252 in der Spez Attack und 232 in der Initiative. Weil damit kriegen wir immer noch Memo outspeeded und das ist ja das, was wir im Endeffekt wollen. So. Und ich bin mir. Doch, er hat zwei Geistmons. Ich möchte da eigentlich ungern den Focus Blast spielen im Endeffekt. So. Das ist auf jeden Fall Diablo, unser McMortar. Dann als nächstes haben wir Seraora mit dem Expert Belt und Volt Absorbersfähigkeit. Und ja, brauche ich glaube ich nicht groß erklären. Wir haben Plasma Fist, Knockoff, Close Combat und Volt Switch. Wir spielen vom Investment her, oder ich kann da nochmal erklären, Plasma Fist ist für ja, Cargo, allgemein unser bester Step Move, den wir haben. Dann den Knockoff für Items abschlagen kann auch nicht schaden, vor allem gegen Lunala oder Coplosio. Maybe auf den Switch. Dann Close Combat, erklärt sich glaube ich alleine wegen Memo. Und den Volt Switch haben wir dabei, einfach um uns ein bisschen Momentum zu schaffen oder ähnliches. Und ich denke, das kann auch nicht so sehr verkehrt sein. Genau, ja, das wäre Seraora. Zum Investment, wir spielen 252 in der Attack mit dem Elementwesen. Wir spielen 92 im Speed, das reicht aus, um sein komplettes Team zu outspeeden, außer Megavoltenso, weil das kriegen wir so oder so nicht outspeedet, weil das zwei. Obwohl, das könnte man, glaube ich, outspeeden, oder? Moment. Ja, würden wir outspeeden, aber dann müsste ich ja Jolly spielen und Mega Voltenso macht mir nicht so viel. Deswegen, ja. Und dann 160 haben wir die HP gepackt, weil kann auch nicht schaden, so, ne? 357 haben wir dann. Und 4 in die Spets-Death, weil übrig geblieben. Gott. So. Ja, und das für Seraora. Dann als nächstes haben wir Pixie, unser Clefable, oder unser Pain, mit dem Life Orb und Magic Guard wieder als fähig, wieder dabei. Ich will wieder offensives Pixie spielen. Und. Es kann gegen sein Team ganz gut funktionieren, kann genauso gut in die Hose gehen, man kennt es. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass es funktioniert und er hat nicht so viele Antworten auf Pixie, denn seine besten Monster gegen sind Piondragi und Kargoron. Und Kargoron, wenn er kein Init-Investment spielt, sind wir schneller, aber dazu kommen wir gleich. Ja, mit den Attacken Shadow Ball, Moonblast, Flamethrower und Softboiled. So, ich glaube Shadow Ball erklärt sich bei seinem Team, dann Moonblast, bester Step-Move, den wir haben und hat er zwar keine Schwäche von, aber macht halt Bam Bam. Bald Step. Dann Flamethrower für Kargoron, für. Ja, Shelterra maybe. Und den Softbolt haben wir halt noch dabei, weil. Kann nicht schaden, sagen wir es so, wie es ist. So, sich mal wieder hochzuheilen. Wir kriegen halt keinen Chip Damage durch Life Orb etc. Und auch durch Rocks etc. würden wir keinen Chip Damage bekommen, aber naja. So, wir spielen ja komplett bulky, offensiv. Brauche ich nicht groß erklären. 12 in Speed, damit wir Kargoron ohne Speed Investment outspeeden können. Ja, das ist der Plan, der Pläne dahinter und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. So, dann das Letzte und hier spiele ich mal ein sehr, sehr eigenartiges Set, was gegen ihn tatsächlich nicht mal so unbedingt das Beste ist, aber es ist immer noch das am Ende, was mir am besten gefallen hat.
nämlich Pablo Escobar, unser Megas Elements, mit dem Brutalander Nieten natürlich und Intimidate-Ads-Fähigkeit. Denn wir spielen diesmal ein defensives Brutalander, weil ich wollte das unbedingt mal ausprobieren, mal gucken, wie es ist. Ich hoffe, es funktioniert auch natürlich. Ja, defensives Brutalander mit Defog, Wish, Tailwind und Return. Ich habe so Schiss davor, ne? Es kann funktionieren, auf jeden Fall. Es kann auf jeden Fall funktionieren. Kann aber auch genauso gut nicht funktionieren. So sind wir mal Butter bei der Fische. Es kann auch genauso gut nicht funktionieren. Da muss ich mich auf jeden Fall überraschen lassen, wie es am besten machbar ist. Und ja, wir spielen, ja, habe ich ja schon erklärt, so Defog halt, damit wir mögliche Webs wegbekommen, weil die Webs möchte ich leider gar, oder möchte ich überhaupt nicht haben. Die sind halt kacke für Seraora und McMortar. Den Wish, keine Ahnung, kann gut sein, kann nicht so gut sein, werden wir sehen. Dann den Tailwind, um unser Team möglicherweise vor Scarfon noch zu, ja, vorzubereiten, einmal ein bisschen Speed rauszuholen. Und als letztes haben wir die Return, denn Return, ja, irgendein offensive Move wollte ich nochmal haben, weil sonst werde ich eventuell von, ja, vielen Sachen gewallt. Und das möchte ich möglichst vermeiden. Zum Investment, wir spielen Mix-Defensiv, da er sowohl speziell als auch, ja, physisch-defensive Monster, obwohl eigentlich kann ich komplett auf speziell-defensiv gehen, wenn ich, oder, ja doch, eigentlich schon. Wir wollen hier ein bisschen was tanken, ne? Wir wollen hier aber ein bisschen... Außerdem, die einzigen Monster, die mich sonst treffen können, sind halt Pion Draghi und Mamutel. Und Mamutel, da überlebe ich eh nichts, weil vielfach effektiv und so. Deswegen brauche ich es gar nicht eigentlich erst wirklich versuchen. Und ich habe da immer noch meine Switch-ins mit... Ja, come on, wie heißt du jetzt? Suicune. Und dann schauen wir aber mal. So, ich möchte Brutalander halt wirklich nur als, ja, Defogger, Wish, Tailwind, Return. Mehr möchte ich damit gar nicht machen. Ich glaube, man kann es einigermaßen verstehen. Ich hoffe es zumindest. Deswegen, ich bin sehr gespannt, ob es funktioniert. Ich hoffe es natürlich, dass es funktioniert. Und ich muss natürlich wieder ein bisschen crazy spielen. Ich hätte natürlich noch genauso gut solche Sachen mitbringen wie Dawnfahren wegen der Sturdy oder Cresselia für die Screens. Aber wir spielen allgemein, wir haben ein recht Balance-Team gerade zwischen Defensiv und Offensiv. Und ich denke, das kann ganz gut funktionieren. Ich hoffe es zumindest, wie gesagt. Ich war auch überlegen, vielleicht offensives Brutalander noch zu spielen, aber ich glaube, das brauche ich oder sehe ich nicht so gut in dem Matchup. Ja, ansonsten halt, keine Ahnung, Viridium hätte ich lieber nicht spielen sollen. Das bringt mir so gar nichts in dem Matchup eigentlich. Dann Zaplarang war ich noch überlegen, war auch zuerst in dem Team, aber ich brauchte halt unbedingt einen Defogger, weil die Webs sind echt nicht geil für mein Team. Und Volverok war halt... Ja, war eine Überlegung wert, vor allem mit Choice Band vielleicht mal, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, hätte es mir jetzt auch nicht so viel gebracht, deswegen habe ich es am Ende dann doch zu Hause gelassen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch spontan was am Team ändere. Ich habe morgen den Kampf, also wir haben jetzt den 28., ich habe morgen am 29. den Kampf, kurz nach 22 Uhr, weil ich da von der Arbeit nach Hause komme und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es klappt, ob es klappt und wir brauchen einfach den Sieg. Ich muss Blitz auf jeden Fall überraschen damit, ja, deswegen... Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns damit morgen zum Kampf. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gerne positive Bewertung da lassen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Kampf, das Teambuilding fandet. Und die liebe Teamkritiker, kommentiert gerne, wie ihr das Team findet. Man kennt es. Und ja, ich würde sagen, haut rein. Schauen wir schon mal auf den nächsten Video. Tschüss.